Nein, das ist kein Straßentheaterfestival, sondern eine Papstaudienz auf dem Petersplatz in Rom. 5 Akrobaten des kenianischen Ensembles Black Blues Brothers erfreuten am Mittwochvormittag das Oberhaupt der Katholiken und zahlreiche versammelte Gläubige mit Kunststücken, waghalsigen Pyramiden und Luftsprüngen. Auch Franziskus wippte und applaudierte. Dem Pontifex schien die Vorführung der Musik des legendären Hollywood-Films Blues Brothers ganz offensichtlich zu gefallen. Die Black Blues Brothers traten auf Initiative einer Stiftung für Migrantenhilfe der italienischen Bischofskonferenz auf. Am Ende begrüßte Franziskus die Akrobaten persönlich und dankte ihnen. Einer der Künstler schenkte ihm sogar seinen Hut.